Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ich glaube, heute steht die Rettung von John an. Zumindest ist Sadie markiert als Mission. Dann würde ich direkt hingehen. Wo ist denn mein gutes Pferd? Da ist mein gutes Pferd, obwohl das andere auch nicht schlecht ist. Finde immer noch, das sieht relativ geil aus. Ja, nicht so geil wie mein Butterblümchen. Oh, wie mein Schneckchen. Butterblümchen war ja der Araber. So, wie lange müssen wir da überhaupt reiten? Oh, Leopold Strauß schon wieder. Was ist das? Edit Downs. Oh, wir können die jetzt besuchen. Was will Leopold von mir? Machen wir das zuerst. Einmal kehrt. Hoffentlich ist jetzt niemand da, der schimpft, dass ich mein Pferd mitnehme. Interessant. Die zoffen sich auch nur noch im Camp. Vielleicht sollte man das alles auflösen. Mr. Morgan. Schon wieder Geld verliehen. How are you? Naja. About how I look. Okay. Are you, are you perhaps available for some work? Immer doch. Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you are... Well, I'm sorry for you. Hmm? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called, well, he's called Arthur, like you. Huh. Arthur Londonderry. Family Londonderry. Man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? Hab doch gar kein Elan. Take care, Mr. Morgan. Okay, das eine Pferd muss hier bleiben. Das muss ich dem aber auch klipp und klar kommunizieren. Anvisieren und sagen, bleib. Bleib. Bleiben. Leider hatte ich die Option nicht zur Auswahl. Ja. Dann folgt mir halt. Weil ich immer das Pferd auch will. So, dann... Oh, da ist der andere. Also mit dem soll ich ja anfangen. Nee, ich will als erstes John befreien. Haben wir jetzt eine Episode schon länger gebraucht, als ich eigentlich wollte. Weil die Mission einfach nicht kam. Ich dachte, es passiert, bevor wir umziehen. Aber, ich weiß nicht, ob es jetzt passiert. Aber die Indizien stehen gut. Der Standort der Mission und die Person, zu der wir gehen, deutet alles darauf hin, dass wir es jetzt tatsächlich durchziehen und ihn von den Feldern retten. Okay, Girl. Und dann haben wir zumindest eine Person mehr im Camp, die auch ein bisschen schießen kann. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist denn mit dir los? You gotta help me. I need medicine. Ja, das klingt danach. This don't look good. What happened? Here, drink up. Was ist denn los? Oh, thank you. Reckon I was done for there. Oh. Die Psyche wirkt eigentlich nicht so. Aber gern geschehen. Warum machst du denn sowas? It's that little one over there with the pink flowers. Ja, sieht schön aus. Well clear of that, if I was you. Ich würde sie zumindest nicht essen. Yeah, I think you've sold me on that plan. Tell me about it.
Sammeln und untersuchen. Warum nicht? Was bist du denn? Oleandersalbei. Ist das giftig? Ins Kompendium. Die Sträucher des Oleandersalbeis sind an ihren dünnen Blättern und ihren kleinen, fünfblättrigen rosa Blüten zu erkennen. Dieses weit verbreitete Kraut wächst in der Nähe der Flussufer des Bayou und gilt als eine der giftigsten Pflanzen in Amerika. Tja, so viel zu Salbei ist gut für dich. Dann wahrscheinlich ein anderer Salbei. Interessant. Sah doch eigentlich ganz lecker aus. Weiß nicht, warum der Salbei uns vergiften will. Ja. Weiß auch nicht, wie ein Typ auf die Idee kommt, eine beliebige Pflanze einfach so zu probieren. Gut, irgendwie müssen die Dinge rausgefunden werden. Hey, you're okay, girl. Die Pferde haben wir hier nicht wirklich zurückgebracht. Servus. Ihr habt zumindest keine Bank, die sich lohnt, dass wir die überfallen. Ja, seid ihr schon mal sicher. Dead Eye aus. Könnte etwas besser sein. Nehmen wir doch ein bisschen Schokolade zu uns. Und husten sie wieder raus anscheinend. Zumindest hat das Pferd keine Tuberkulose. Wäre das jetzt auch so schlapp, hätte man ein Problem. Was haben wir hier? Ein Fragezeichen und ich glaube, da hinten sitzt das schon. Hier Fragezeichen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Alles gut? Ja. Hi. You okay? Hell. You sick, partner? It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butcher's Creek. Where? Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. You want me to take you back, or? They're in me. Come on, let me get you home. Okay. Das kriegt man auch hin. Wir kommen hier nicht von Butcher's Creek. Man will dir in unserem Camp. All dich gut. Die werden auch später noch in dir sein. Oh da. Was? Vorsicht Kopf. Obwohl, das könnte ich vielleicht in Ordnung bringen. Ich hätte ihn festbinden sollen. Der kippt ja gleich rechts über. Nicht auf die Stimme hören. Zumindest nicht auf die unfreundlichen. Ja, willkommen zu Hause. Komm runter, Lemuel. Ich glaube, das ist Französisch für der Maulesel. Einfach hier, okay. Yeah, he seems calmer now. I found him out in the woods. Oh, Lemuel. Sweet Lemuel. Such a nice man. Such a good man. Come here, along. Come on. Get up here. I'll help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who says it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. Thank you for Was hab ich damit zu tun? Please, sir. Lemuel, not well, sir. What is he? You got anything for me? Oh, yeah. Of course, sir. Love and friendship in darkness. What else are there?
Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship. Friendship and love. Yeah, we're not a rich village, sir. But with love, rich. We thank you. Okay. Gern geschehen. Liebe und Freundschaft bezahlt aber meine Rechnung nicht. Ah, ich habe was Gutes getan. Oh, die Ehre muss aber wieder nach oben. Dann muss ich wahrscheinlich wieder Geld spenden. Boah. Esther? Nice morning, huh, mister? Die sehen aber echt abgefragt aus. Are you soft in the head? Doch, doch, ich bin bei Trost. Ja, auch Wachen aufgestellt. Ja. Boah. Schon eine ziemlich unfreundliche Gegend, in der wir da gezogen sind. Ich wäre gern an dem See geblieben. Wieso haben wir so viel Scheiße machen müssen? Hätten doch ein ehrliches Jagdleben führen können. Hätten genügend zu essen, wofür braucht man denn Geld? Wir hatten Essen. Kleidung könnten wir uns selbst nähen aus den ganzen Pelzen, die ich mitgebracht habe. Das hätte doch gereicht. Nein, Dutch braucht mehr Geld. Und dann kommt er auf seine tropische Insel und das ist ihm auch wieder nicht recht. Er wirkt ja sogar eine alte Frau, also... Das Tropenfieber ist ihm garantiert nicht bekommen. So, hier können wir aber abkürzen. Irgendwo wird Sadie ja schon auf uns warten, rumlungern. Here we go. Ja, da hinten sehe ich jemanden. Etwas. Vielleicht war es nur ein Gebüsch. War wahrscheinlich nur ein Gebüsch. Da ist sie ja. Hier ist die Begleitung. Kennt man die? The thing is, Sadie, I really can't. Doch, kannst du. Insist all you like. Abigail, ain't happening. Arthur Taylor. Taylor what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Ja. Plus, John will be calmer without worrying about you. Das ain't ist richtig. Complicated. Well, I ain't the crying sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Mach dir keine Sorgen. Thank you both. Gern geschehen. Ach, ich darf rudern. The place is surrounded by marshland. Should hopefully give us a bit of cover to move in close enough to find a spot and look for John. This time of day, prisoners will probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of ja, there. Ja, ja. Nichts einfacher ist das. Wahrscheinlich noch oft. Wir haben ihn sehr oft jetzt gerettet. Okay, bring us over. Und sein Sohn. Ach, wir sind so unauffällig. We're good? Let's head for that watchtower. Okay. Und ich habe kein Visier dabei. Pfeil und Bogen wäre jetzt allerdings praktisch. Könnte man den zumindest von der Entfernung leise ausschalten. Sadie glaubt nicht, dass wir so unauffällig sind. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Nur weil der den Rücken zu uns gedreht hat. Boah, so wie die langlaufen, kriege ich ja Schmerzen im unteren Rücken. Oder nicht ganz im unteren Rücken. Mein Arsch ist relativ schmerzfrei, aber... So. Niedriger Rückenbereich, uiuiui. Erledige den Wachposten. Ich dachte, du folgst mir. Macht's auch, okay. So. What are you waiting for?
Was meinst du? Das macht doch sicher Haufen Geräusche. Okay. Glück sieht, dass der andere Posten nicht. Sniper. Nehme ich. Ich würde den gerne aufheben. Alright. Where's John? Bestimmt das da, oder? Hey, I think I see him. There's a group in front of that barn just to our right. Oh yeah. I see two guards. Okay. Take them out and let's go. Mit dem anderen Wachturm? Okay. Da ist niemand drauf. Ja, das ist, würde ich sagen, schlecht vorbereitet von denen. Boah, der Gefangene ist echt hochgesprungen. So, nun? Wait, shit! I don't think that was John. Let's go over there and see. Es war nicht John. Okay, come on. I think one of those guards was still moving. Warum war das nicht John? Haben mir alle Mühe gegeben. Würdest du die Treppe runterlaufen? Die Leiter? Dankeschön. Da kurz in Sorge, dass er runterhüpft. So, ich brauch mal Rolling Block. Ah, nicht das. Das hier, Bolt Action Gewehr. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Mann mit Tuberkulose ist kein D-Zug. Arthur, let's keep moving. Where is he? You see him? No. You, mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marston? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Come on, partner. Hey, why don't you apologize to the lady for pointing a gun at her? Excuse me? Hazelname. I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, besser wäre mal mehr Leute wären. Die da oben können uns doch runtersnipen. Who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Nimm doch das Gewehr hier weg, was da unten auf dem Boden liegt. Geht irgendein Plan in diesem Spiel auch mal gut? Oh Gott. So, you a popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. Sehen, ob die Taktik funktioniert. March him straight up to the front gate. Boah, das ist hier echt merkwürdig, mit denen zu laufen. Gives a damn about this fool. Guess we'll see. We're gonna have to shoot our way out of here regardless. Hold your fire! Schmeiß die Waffe in den Fluss. Please. Okay, friend, be cool now. Just do as I say. Put the weapons down, now! Los, Jungs. Jameson! Is Jameson in? He's in Saint-Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston, right now. You got 1 minute. I'm counting. One,
two, three. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, oh, sir? Very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13, faster. 14, 15, 16, 17. Now hurry up! 18, well, this poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. Hey. John, this funktioniert? Oh, you too. Now, no funny business. Well, Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go. Mit. Jetzt schießen die. Take my pistol. Let's clear these and make a run for it. Ein Kopf. Zwei Köpfe. Ein Geländer. Worauf schießt du, Mann? Oh, jetzt hat er sich geduckt, der Arsch. Wenigstens haben die jetzt die Chance, sich zu verteidigen. Das war keine gute, weil ich besser treffe. Aber schuld. Wie viel seid ihr denn da drin? Sehr gut. Komme. Hier kommt noch mehr. Get down! Been a while, John. You're telling me? What took you so long? I'll explain later. Was that you in the balloon? Yeah. Believe me, that was... Sean. Es war gerade mitten in der Unterhaltung mit John, aber die geht glaub gleich weiter. One and only time flying. You're not getting out of here alive. Ihr werdet hier nicht leben, wo ich komme. Der zumindest. Okay, fellas, time to go. Schon. Au, 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 au. Let's go. Come on. Los, los. We gotta move. Look out on the left. Coming from the board. Oh nee. Oh nee. Dafür hätte ich mein Detail gebraucht. Wir müssen laufen, Jungs. Mädels. Ich hab kein Detail mehr. Da ist Cover da hinten. Hab kein Herz mehr. Rausgeschossen wird's. Okay. Today's your lucky day. Echt? Wieder ist hier? Na gut. Da verballere ich diesmal nicht so viel Detail. Schon dabei. Hier nehme ich hier noch ein schönes Deckel-Klinikum. So. Und dann. Nummer 1. Nummer 1,5. Nummer 2. 3. Sehr schöner Schuss, Arthur. Freut mich, dass er dir auch so gefallen hat. Das sind extra in Zeitlupe mit nur einem Schuss. Oh, wie konnte ich dafür fliehen? Sehr gut. Ich habe doch extra Dynamit deswegen hingeworfen. Oh, der brennt jetzt hoffentlich. Been a while, John. You're telling me? What took you so long? I'll explain.
I'll explain later. Was that you in the balloon? Yeah. Mm-hmm. Believe me, that was my one and only time flying. I'll kill you, son of a bitch. Na, glaub ich, nicht so gut. Arthur. Ja. Okay, go. Uiuiui. Look out on the left. Show. Halt um. Das sieht doch gut aus. Kannst du mich umdrehen? Wo kommst du her? Ah, jetzt läuft's doch besser. Nimm doch richtig Deckung an, Mann. Mein Pferd. Mal fährt. Ich versuche mein Bestes. Ja, komme. Will auch nicht erschossen werden. Also nicht nochmal. Treffen aber so gut. Wieso treffen die auf einmal so gut? Ich bin zum Boot, Jungs. Boah. You always seem to need rescuing, Marston. Nice to see you, Arthur. There's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boss. Let's move. I'll row. You shoot. Seriously? Let me. You're a better shot. Right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them as can still handle it. Thanks. Keep them off us! Turn that bug around, or we will gun you down. Can't do that. Thanks for the hospitality. Oh, da oben ist jemand drauf. So, wir keine Sniper mehr. Brauche ich anscheinend nicht. Wasser getrunken. Oh, das war's. Da haben wir ihn ja zurück. I liked you better when you was all trussed up like a prize chicken. No doubt. Well, hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Ja. Thank you. Gern geschehen. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. So what the hell happened in Saint Denis? Is Abigail all right? Yeah, geht's gut. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real somehow. No. All them years. Arthur. He was like family. Yeah, we lost young Lenny, too. No. What a goddamn mess. And did we... Who's asked us? What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It was the only way out of there. The boat went down in a storm, and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait, you're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but things ain't been good, John. You're telling me? We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, and some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. It's always. Seems Molly ratted us out, the bitch. So
so she's dead too. Jesus! Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. Yeah, so much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. The Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Guess not. Also Dutch wird ja nicht immer so durchgeknallt gewesen sein. Das sind schon starke Worte von Arthur. Gegen seine Vaterfigur eigentlich. Gleich war nie das, was wir gedacht haben. You brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? Good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yeah, anscheinend. Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! John. John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. Das wollen sie doch eh schon. Es war relativ symbolisch, Dutch und Micah. Die beiden Psychopathen auf der einen Seite. Die weniger schlimmen Psychopathen auf der anderen Seite. Trotzdem relativ psychopathisch insgesamt. Er hat sich immer noch nicht umgezogen. Arthur. Ja. Arthur. Oh, sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Oh, nur Bronze. Wieder alles versaut wahrscheinlich. Ja. Vom Turm aus einen Kopfschuss. Ach, bei beiden. 2 Minuten, 9 Minuten insgesamt, 80% Genauigkeit, da hatte ich wahrscheinlich einfach wieder zu viel. Na, Jack, geht's hier wenigstens gut? Okay, Jack. Can I go play in the cave? Besser nicht. No, ain't safe in there. So, was haben wir denn gerade für Mission? Okay, die anderen haben wir immer noch. Und Saint-Denis mag mich nicht mehr. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall noch zu J. John Withers. Vielleicht ist er auch ein bisschen unter dem Wetter. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er nur pleite. Und wir müssen Bohnen fressen. Na, schön, dass das funktioniert hat. Hast du mein Pferd zurückgetrieben? Nicht sehr nett. Okay, Arthur. Bill. Trouble for those who deserve it always seemed reason enough for Dutch. Arthur. Someone smashed the box. Welche Dose? The money box. We'd had that for so many years. Why did they smash it? I don't know. Look at this place. All divided.
everyone anxious and... Das ist mir aufgefallen. I'm heartbroken. Yeah, me too. Me too. Ja, das geht echt vor die Hunde hier. Und ich krieg meine Ehre jetzt nicht mehr hoch. Gesucht, tot oder lebendig? Na dann doch lieber lebendig. Also, auf zu John J. Withers. You're all right, girl. Hoffentlich kriegt man dann wenigstens noch ein bisschen Geld. Wenigstens noch ein bisschen Geld. Ich bin ein Sprachkünstler. Ein Wortjongleur. Hier dieselben Worte verwendet und sie in denselben Satz packt. Was ist das jetzt? Gerade aufgetaucht und blinkt relativ stark. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hallo. Hallo. Brief von Mary Beth? Was soll ich untersuchen? Nicht die Blume, den Brief? Da. Also die Trigger sind manchmal komisch. Dear Sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. Gutes Argument. I must escape. Yet I am kept prisoner here. Oh, can scheiße. You help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Ja, die retten auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, noch nicht jetzt. Ich will immer noch ein bisschen Geld. Interessant, dass er jetzt aufgeploppt ist. Jo, mein kleines Schneckchen. Ja. I'm just so worried about Karen, Arthur. Why? You know why. She's gonna kill herself when she hits the liquor. Sure, but... But I guess that's her choice. I'll try to... Leider auch nichts tun. Thanks, Arthur. I'll try to. But... We both know it won't work. Ja... Sucht ist halt was Krasses. It's okay, girl. Na, vielleicht redet man tatsächlich mal mit ihr, wenn wir nächstes Mal im Camp sind. Boah, ich dachte, früher waren da auch Teile der Gang Monate weg und haben halt ihr Ding gedreht und sind dann irgendwann zurückgekommen. Jetzt sitzen ja alle aufeinander. Ich glaube, bisschen Abstand, bisschen... Gewöhnliche Arbeit wäre nichts Schlechtes. Oh, was bist du für einer? Vielleicht hat er irgendwelche Papiere bei sich. Oh. Bringt doch kein Messer zu einem Pistolenkampf. Er hat eine Pistole. Der war klüger als der Rest. Weil dich gut fährt. Zweimal Wurfmesser. Hättest du gleich verwenden sollen. Erst schießen, dann den bösen Plan erklären. Zweimal Dynamit. Das können wir brauchen. Come on, girl. Ja, weiter geht's. Ich glaube auch wieder Zeit, uns umzuziehen, nachdem wir so eine Nummer abgezogen haben. Naja, erstmal quetscht man noch ein bisschen Geld aus armen Leuten raus. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Hey, da ist wieder der Hirsch vom Thumbnail. Jetzt sind schon zwei. Die lass mal, glaub mal, in Ruhe.
So. Sir. So. Dann machen wir abkürzen. Hier ist wieder ein bisschen schöner. Als da im Hinterwäldlerland. Good girl. Ja, gefällt's mir eigentlich. Wieso gehen wir nicht hier hin? Irgendwo hoch auf den Berg oder so. Sieh mal, Feinde kommen. Ich hab mich verritten. Hier geht's lang. There, girl. Bin gespannt, was Strauß wieder für einen armen Trottel gefunden hat. Hey, you're okay, girl. Vorsicht, Klippe. Sehr gut gemacht. Das ist ein intelligentes Pferd. Ist noch ein Fragezeichen. Wieso ist da ein Fragezeichen? Vielleicht, weil ich mich frage, was da los ist. Jetzt ist es weg. Ja? Können die vielleicht runterreiten sollen? War er da unten mit dem Fragezeichen gemeint? Machst du da unten? Ich hätte ja gar kein Geld. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them, just... Is there any way you can help me? I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. I... Up here, it's him. It's too late. Form up, we shoot on sight. I clear off, sir. Shit. Well, seeing as I'm here, I'll do what I can for you. I'm gonna end you. Hier werde ich hier niemanden enden, nicht für mich verhindern kann. Mein die Vorräte, Ben. Ah, das schafft man schon. Was winkst du so komisch? Wieso verfolgt ihr ihn? Das ist doch nur ehrenhaft desertiert. Tja, das ist Pech. It's all right, my darling. You can come out. Oh, crap. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Nee. Damn the dad. Just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. Oh, was soll ich jetzt noch? You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you... I don't know nothing about kindness. Zumindest gab das bisschen was für die Ehre. Ich hab's jetzt nicht über mich gebracht. Die auch noch. Ich wäre allgemein nichts für Evil Playthroughs zu haben. Nicht ohne mich in Grund und Boden zu schämen, glaube ich zumindest. Na gut. Ich denke, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.